Hallo liebe Gesekrin, hallo liebe Geseka, hallo liebe Nicht-Gesekrin und Nicht-Geseka. Willkommen am Freitag zum Rathaus TV. Ich beginne wie immer mit Corona. Da hatten wir in der letzten Woche ein positiv getestetes Mädchen, das in Ehringerfeld zur Schule geht und auch dort ins Internat. Die ist dann in Quarantäne beordert worden. Die Quarantäne verbringt sie bei ihren Eltern im Ruhrgebiet und ich wünsche alles Gute. Die junge Dame hat aber dann dafür gesorgt, dass ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und dass auch einige der Lehrerinnen und Lehrer zu Kontaktpersonen erster Ordnung wurden und wir da eine ganze Reihe weiterer Quarantänemaßnahmen aussprechen mussten, die das Gesundheitsamt festgelegt hat. Daher haben wir jetzt ein knappes Dutzend Quarantänemaßnahmen in Geseke, die sich auf Mitschülerinnen und Mitschüler des jungen Mädchens beziehen und oder auf Lehrerinnen und Lehrer der Schule. Dann haben wir noch einen zweiten Quarantänefall in Geseke. Eine junge Frau in Störmede ist positiv getestet worden. Da läuft die Quarantäne noch ungefähr eine Woche. Auch da wünsche ich alles, alles Gute und dass der Verlauf milde sein möge. Ja, dann komme ich zur Kommunalwahl. Der Wahlausschuss hat in dieser Woche das Wahlergebnis amtlich festgestellt. Ich habe daraufhin dann mein Amt als Bürgermeister angenommen. Gegenüber dem Wahlleiter herzlichen Dank nochmal für das wunderbare Ergebnis, das ihr mir beschert habt. Herzlichen Dank. Und in dem Moment, wo ich die gegenüber dem Wahlleiter erklärt habe, dass ich die Wahl annehme, mache ich meinen Platz auf der Reserveliste der CDU frei, sodass Jörg Moselage aus Störmede nachrücken kann, sodass jetzt Störmede mit einem weiteren Ratsmitglied vertreten ist. Ja, für die Parteien beginnt aktuell eine sehr arbeitsintensive Phase, die aber von der Öffentlichkeit meist gar nicht so wahrgenommen wird. Die Ratsfraktionen fangen jetzt gerade an, sich zu verständigen, wie in den nächsten 5 Jahren die Ratsarbeit vonstatten gehen soll. Welche Ausschüsse es geben soll, wie viele Ausschüsse es geben soll, wie die Zuschnitte der Ausschüsse sind, wer die Vorsitze in den einzelnen Ausschüssen übernehmen soll und darf und wie man das auf die ganzen Parteien verteilt. Dazu sind ganz viele bilaterale und multilaterale Gespräche zwischen den Fraktionen notwendig. Wir haben es bisher immer hingekriegt, dass wir da ein sehr einheitliches Bild über alle Fraktionen im Rat organisiert bekommen haben. Da mischt sich auch die Verwaltung nicht ein, da mischt sich der Bürgermeister nicht ein. Das ist klassische Hoheit der Ratsfraktionen und die haben das auch immer hingekriegt. Wir in der Verwaltung sind für Fragen ansprechbar und einige hat es auch schon gegeben, sind aber nicht mit betroffen. Das bringt mich dazu, kurz zu sagen, dass ich auch keinen Sand ins Getriebe bringen wollte. Man konnte am Montag in der Zeitung lesen, ich habe gesagt, dass der Wahlbürger das Geschrei nicht mehr hören konnte und er hätte damit auf politische Mitbewerber angespielt. Nein, habe ich nicht. Dieser Satz ist nämlich gar nicht von mir. Da bin ich mal wieder falsch zitiert worden. Neben mir standen in dem Interview noch andere Leute und einer von den anderen, die da stand, hat diesen Satz gesagt. Ich halte mich nach der Kommunalwahl und jetzt gerade in der Zeit, wo es vertrauensvoller Gespräche zwischen den Parteien bedarf, aus guten Gründen zurück und habe das auch am Wahlabend so getan. Es hat aber auch ein klärendes Gespräch stattgefunden. Alles gut sozusagen. Ja, dann komme ich zum nächsten Thema. Das ist auch sehr wichtig. Das ist die Biotonne. Was ist an der Biotonne so wichtig? Wir fahren als Stadt Geseke Müll ab. Im Moment ist das der Sperrmüll, der Restmüll und der Papiermüll. Der grüne Müll, der Bioabfall, wird aktuell von einem anderen Unternehmen abgefahren. Wir rekommunalisieren, heißt das dann so schön, aber auch die Abfahrt des Biomülls und werden ab 1. Januar mit dem städtischen Bauhof, mit einem eigenen Müllfahrzeug, den Biomüll im Stadtgebiet abfahren. Dazu nehmen wir ein anderes Verfahren aus guten Gründen, als das bisherige Unternehmen das macht. Wir haben einen Kollegen vom Bauhof, der die Mülltonnen vom Straßenrand zum Müllfahrzeug zieht. Das jetzige Unternehmen hat einen Greifarm und greift damit die Tonnen und ihr kriegt einen Aufkleber auf den Deckel eurer Biomülltonne, wenn ihr die Tonne mal falsch rum hingestellt habt und der Fahrer aussteigen musste und sie ausrichten musste. Das haben wir demnächst nicht mehr und wir haben deswegen neue Tonnen. Das sind insgesamt 5.800 Stück im ganzen Stadtgebiet. Das übersteigt die Fähigkeiten, die die Stadt Geseke hat, was die Auslieferung von Mülltonnen angeht, erheblich, sodass wir das fremdvergeben mussten an eine externe Firma. Jedoch haben wir keine Firma gefunden, die das im Dezember machen würde. Da machen die größere Aufträge, da reichen unsere 5.800 Tonnen nicht. Wir haben nur ein Unternehmen gefunden, das zu vertretbaren Kosten
jetzt macht zwischen Ende September und Ende Oktober diese 5.800 Tonnen austauscht. Das heißt, ihr bekommt eine neue Biomülltonne nach Hause, die aber erst ab 1. Januar gültig ist, wenn man so will. Also ist meine Bitte, die Tonne einfach in Besitz nehmen, auf eurem Grundstück unterbringen, aber bis Ende Dezember noch die alte Tonne verwenden. Die neue Tonne, wenn sie befüllt ist und an der Straße steht, kann nicht abgeholt werden, weil der Greifarm die neue Tonne, unsere Tonne sozusagen, die Gesekartonne, gar nicht greifen kann. Das werde ich auch noch ein paar Mal wiederholen im Rathaus TV, weil wir damit rechnen, dass diese Umstellung nicht bei allen Teilen der Bevölkerung gleichmäßig ankommt. Wenn ihr also Leute habt, wo ihr befürchtet oder wo ihr erwartet, dass die das so nicht mitkriegen und die neue Tonne bekommen, einfach bitte sagen, nimm die Tonne mit auf dein Grundstück, aber verwende sie bitte erst ab Januar. Nächste Thema sind zwei Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, die ich auch beide sehr gut finde. Einmal Ehringer Feld und einmal in Ehringhausen. Ich beginne in Ehringhausen, da gab es eine Unterschriftenliste, die der kleine Theo, grüß dich Theo, ich weiß, du guckst auch immer zu, abgegeben hat, direkt bei der Landrätin, wo die Ortsvorsteherin Susanne Schulte-Döinghaus und ich dann auch daneben gestanden haben. Aber am Ende war es Theo, der wünscht sich ein Zebrastreifen am Fußballplatz-Bahnhof, wo ja aus der Eisenbahnunterführung raus doch sehr zügig gefahren wird und die Übersichtlichkeit nicht besonders gut ist. Dazu müssen noch Messungen stattfinden. Der Kreis wird da Messungen durchführen, wie viele Autos, wie viele LKWs, wie viele Fußgänger, wie viele Radfahrer sich da wann bewegen. Und dann bekommen wir eine Entscheidung, ob dieser Kreisverkehr errichtet werden kann. In Ehringer Feld ist das Thema sehr viel älter und sehr lange. Da geht es um den südlichen Ortseingang. Da sollte das Ortseingangsschild weiter rausgeschoben werden und oder die Tempobeschränkung anders sortiert werden, dass mit geringerer Geschwindigkeit in den Ort eingefahren wird. Insbesondere die Motorradfahrer, die da ein- und ausfahren, drehen doch ordentlich auf. Und das ist gerade in den Sommermonaten sehr störend und schon seit Jahrzehnten ein Ärgernis. Da hat der Ortsvorsteher Bernie Hesse der Landrätin die Liste übergeben, die ich vorher mit ihm zusammen im Ort übergeben bekommen habe. Die Landrätin hat da direkte Maßnahmen ergriffen und die Zählung nochmal validieren lassen, die es da bisher gab. Da hat am letzten Samstag, wo wir ja verdammt gutes Wetter hatten, weiß gar nicht, 28 Grad oder so, hat mehr oder weniger den ganzen Tag über da eine Messung stattgefunden. Teil der Zeit hat das die Kreispolizeibehörde gemacht, wo dann auch ein Polizeiauto da zu sehen war, auf das ich auch angesprochen bin. Es waren aber auch zivile Mitarbeiter der ganz normalen Kreisverwaltung da und haben sich das angeguckt. Ich habe mit der zuständigen Mitarbeiterin schon sprechen können und sie hat gesagt, dass die ersten Ergebnisse zumindest nicht das bestätigen, was ich auch gedacht habe, dass da sehr viel Verkehr ist und auch sehr viel Motorräder. Das Ergebnis wird jetzt noch detailliert geprüft, aber es war nicht so, dass man sofort sagen konnte, es besteht akutester Handlungsbedarf, eher im Gegenteil. Das befindet sich aber weiter in der Prüfung. Da müssen wir uns an Recht und Gesetz halten. Da wird auch der Kreis geprüft von den Landesbehörden und da kann nicht alles passieren, was wir vielleicht vor Ort als sinnvoll erachten. Mein nächstes Thema sind dann drei Baumaßnahmen, auf die ich euch hinweisen will, ganz kurz. Das ist einmal in Störmede. Am Rittergut haben wir den Schotterstreifen, auf dem gerne und viel geparkt wird. Morgens von den Lehrerinnen und Lehrern der Pankratius-Grundschule und von den Eltern, die ihre Kinder bringen, mittags wieder von den Eltern, dann aber auch schon wie abends von den Gästen des Ritterguts, die da gerne parken und auch die Nutzerinnen und Gäste der Sportanlage vom SUS, aber auch des Lehrschwimmbades nutzen zum Teil diese Parkplätze. Das war aber immer schon so, dass viele Autos mit einem Teil ihrer Gesamtlänge rückwärtig auf der Straße standen, was zur Verkehrssicherheit sicherlich nicht beigetragen hat. Außerdem war diese Schotterfläche als solche unbefestigt und nicht sehr ansehnlich. Die wird jetzt komplett neu verlegt, da wird Pflaster verlegt, da sind wir mitten dabei, die Firma, die das macht. Danach hoffen wir, dass die Verkehrssituation einigermaßen geordnet und gesitteter vonstatten geht. Wir haben dann ordentliche Parkbuchten und es sollte auch jedem auffallen, wenn das Hinterteil vom Auto einen Meter oder 1,50 Meter auf der Straße steht und das noch in der Kurve. Bitte, bitte nicht. Wir werden da auch in Zukunft verstärkt rumgehen und auch Bußgelder kassieren, wo das notwendig ist. Die Situation ist unübersichtlich genug.
Es wird da nicht so schnell gefahren wie an anderen Schulen, das weiß ich auch. Aber die Schulbusse fahren da direkt bis vor die Tür. Die Kinder werden da gebracht von ihren Eltern. Mehr Rücksicht nehmen, ordentlicher parken wäre eine schöne Sache. Ich weiß, dass das nicht immer geht. Und wenn es regnet, man dem Kind möglichst wenig Regentropfen bis zur Schule antun will. Dennoch gilt meine Bitte an allen Grundschulen und allen Kindergärten, passt drauf auf. Wir machen es jetzt gerade in Störmede und wir werden uns die Situation an den anderen Schulen auch noch mal angucken. Ich habe auch Fragen dazu, die ich dann in den nächsten Ausgaben noch beantworten werde. Die dritte Baumaßnahme ist der Tudorfer Weg in Geseke. Da habe ich letzte Woche vergessen, euch darauf hinzuweisen, dass die Baumaßnahme schon angefangen hat und dass der Tudorfer Weg gesperrt wird. Wir erneuern da den Tudorfer Weg, auch mit viel Fördergeld. Zwischen Bahnübergang und hinterm Feldschlösschen ist die Hauptmaßnahme, wo der Weg auch ziemlich kaputt war. Das ist so ein alter Betonsteinplattenweg, die Bankette waren ausgefahren und da wohnen auch ziemlich viele Menschen, sodass wir uns entschlossen haben, den zu machen. Abschließend möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass die Stadt Geseke 4 Stellen ausgeschrieben hat. Wenn jemand von euch eine Ausbildung zum Fachinformatiker mit Schwerpunkt Integration, Systemintegration machen will. Das bieten wir jetzt zum allerersten Mal an. Wir haben einen Kollegen hier in der Verwaltung, der IT macht. Wir haben einen Kollegen für die Schulen extra eingestellt und wir möchten uns da verstärken und bitten Interessierte, sich zu bewerben. Und wir haben 3 Stellen ausgeschrieben. Die Kfz-Werkstatt am Bauhof sucht einen neuen Leiter. Wer also Kfz-Mechatroniker ist und sich eine Leitungsfunktion zutraut oder die jetzt schon innehat und in den öffentlichen Dienst wechseln will, wir freuen uns über die Bewerbung. Der Bürgermeister sucht eine Assistentin, einen Assistenten im Vorzimmer. Wer da Interesse hat, bitte bewerben. Und für die mobile Jugendarbeit suchen wir eine Sozialarbeiterin, einen Sozialarbeiter bzw. einen Sozialpädagogen, eine Sozialpädagogin. Für alle Ausschreibungen gilt, Details finden sich im Internet und wir suchen männlich, weiblich und divers. Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt im öffentlichen Dienst. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen heute. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und ihr seid bei YouTube angemeldet, könnt ihr hier auf